Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, es ist wieder 19 Uhr und Sie haben alles richtig gemacht, nämlich Pearl TV eingeschaltet zur wahrscheinlich größten Schnäppchenjagd im deutschen Teleshopping. Und zwar 10 Euro Überraschungsshow mit Produkten, die in der nächsten halben Stunde alle nur für Sie, für diese Sendung, auf 10 Euro herunterreduziert wurden. Wir beide wissen nicht, was auf uns zukommt. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen, aber natürlich nicht ohne unsere schönen jungen Damen. Diana und Monika, die stehen schon bereit. Und ich würde sagen, du drückst gleich mal den Buzzer. Wir rufen die ersten Produkte rein. Lasset die Schnäppchenjagd beginnen. Ein kleiner Hinweis noch, unsere Stammzuschauer wissen das, wenn wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. So, womit beginnen wir? Das sieht aus wie eine Funkklingel. Mhm. Funktürklingel. Schau mal, wir haben hier irgendwo Strom, glaube ich. Genau hier. Mhm. Die kann man nämlich einfach in die Steckdose stecken. Das ist dann der Empfänger. Und schon ist sie installiert, würde ich mal sagen. Ne? Ja, jetzt müsste es funktionieren. Dann komme ich mal zu dir und besuch dich. Einmal drücken. Warte, ich muss dich so anmachen. Es kann auch sein, dass du den Klingelmodul verwechselt hast. Stimmt. Klingeln wir mal hier. Doch, hier, das vielleicht steht am... Jetzt haben wir es doch. Verschiedene Lautstärken, die man einstellen kann und optisches Signal. Übrigens eine Reichweite jetzt nicht nur von mir bis zu Ingo, sondern 50 Meter. Wow. Und das ist natürlich 50 enorm. Meter. Ja. Ich finde das auch toll, das blinkt ja, wenn geklingelt wird. Ne? Mhm. Das heißt also auch in lauten Räumen, zum Beispiel in der Werkstatt oder so, kann man das eben dann immer noch hören, oder wenn man nicht gut hört. Oder eben, wenn man niemanden stören will, aber trotzdem den Klingelton eben, kann man das eben sehen und nicht hören, wenn jemand an der Tür ist. Also ich kenne Klingelmodule, die haben so einen kleinen LED-Streifen, den siehst du kaum. Das ist ja wirklich zentral und sehr groß. Das heißt, auch wenn man die Klingel mal komplett ausmacht, das Lichtsignal, das sieht man. Und gerade wenn die Kinder schlafen oder ähnliches, ist das natürlich schön. Oder wenn man eben gerade am Staubsaugen ist, verpasst man trotzdem keinen Besuch. Ja? Also perfekt für 10 Euro. Ja, Wahnsinn. Ich. Bitte nicht weiter drücken, es sind 15 verschiedene Melodien. Wir können jetzt alle durchdrücken, aber Sie werden Ihren Lieblingsklingelton mit Sicherheit auch finden. Ich mache mal einen anderen, kurzen. Ich wusste doch. Besser. Gut. Okay, lass ich wollte wieder zu dem Normalen, aber da sind viele, viele Melodien drin, die sich dann selber aussuchen können. Wie gesagt, super, dass der blinkt und zwar so, dass man es auch sieht. Du sagtest es ganz richtig, nicht so eine kleine LED, die da irgendwo nur ist. Hier sieht man es richtig, wenn es klingelt. Gerade im Dunkeln, du sagtest es, wenn man die Kinder nicht wecken will oder den Partner, vielleicht arbeitet der in der Spätschicht oder Frühschicht und braucht seinen Schlaf tagsüber und nachts, dann kann man das hier eben also ungestört den Klingel Ton trotzdem sehen hier. Optisch hier sehr, sehr schön in diesem dezenten Blau. Finde ich klasse. Einfach in jede, egal in welche Steckdose im Haus. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die mir noch sehr gut gefallen. Wenn ich jetzt mir den Klingeltaster anschaue, eine riesengroße Beschriftungsfläche. Viele haben nicht mal die halb so große. Das heißt, du hast genügend Platz, um deinen Namen drauf zu schreiben. Und noch eine weitere Anwendung, die uns auch viele von Ihnen schon geschrieben haben, wegen Funkklingeln, wenn man zu pflegende Angehörige hat. Dann macht man das einfach, das Klingelelement ans Bett. Und wenn mal irgendwas Dringendes wäre, können die sofort klingeln und man verpasst das nicht. Also ganz egal, wie Sie es einsetzen, so ein Klingelsystem spart einem viel Arbeit, ist sehr, sehr einfach zu installieren, auch von jedem Laien und einfach perfekt. Und wenn Sie dann noch 10 Euro, nur 10 Euro kosten, dann heißt das für Sie ganz schnell sein. Und die Bestellnummer notieren, die NX6965 und die 569. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Anwendungen. Ja, natürlich. Du hast auch keine Kabel. Das ist ja so ein Drama, Klingeldrähte zu verlieren. Auch wenn man nachträglich Dachgeschoss oder Keller ausgebaut hat, hat man oft keine Klingel. Da ist sie installiert. Komm, mach weiter. Braucht es man fängt kein, schon wieder klasse an. Keinen Elektriker für, keinen Techniker. Das können Sie selber rankleben. Ich bekomme ein großes Vielen Dank, Paket. Moni. Bitte schön. Dankeschön. Oh, das ist für uns alle und die Zuschauer, Ralf, nicht nur für dich. Das ist unsere 5-in-1 Personenwaage. Oh, wow. Für 10 Euro. Oh, Wahnsinn. Also ich lese hier jetzt gleich mal was, das finde ich sehr interessant. 180 Kilo. Ich weiß, dass oftmals Wagen, gerade Glaswagen, maximal bis 100 oder 120 Kilo belastbar sind. 180 Kilo, das ist also auch für die gestandenen Mannsbilder mal die Waage, wo man mal ab und zu mal draufstehen könnte und kontrollieren. Ich könnte jetzt Diana fragen, ob sie mal draufstehen will. Aber Diana, stell sie mal hin, ich möchte mal draufstehen. Du? Ich möchte jetzt mal draufstehen, ja? Ich sage Ihnen nicht, was rauskommt. Bitte schön. Dann muss ja ich sehen. Nein, das ist für Zuschauer.
So, normalerweise sollte man, ich glaube, das ist auch eine Körperanalysewaage, oder? Da richtig, haben wir, richtig, richtig. Normalerweise barfuß draufstehen, aber wenn man nur das Gewicht sehen will, gucken wir mal. Aha, das ist doch schön. Ich bin zufrieden. Ich sage jetzt nicht, wie viel ich wiege, nein. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem derzeitigen Gewicht. Das soll gemein und das von können mir. Sie eben auch kontrollieren. Aber ich finde diese Glaswaagen sowieso viel schöner als alles andere. Ja, das ist also einmal natürlich wegen dem hohen Gewicht, was man darauf stellen kann. Aber dadurch, dass sie so flach ist, kann man die unter den Spülschrank ganz einfach stellen. Ich lese mal vor, was die alles ermittelt. Natürlich das Gewicht, aber sie misst außerdem Körperfett, Wasser, Knochen und Muskelanteil. Das ist ja wichtig, ne? Ja. Auch gerade im Sport- oder Fitnessbereich. Also für mich ist das sehr extrem wichtig, zu wissen, wie viel Fettanteil mein Körper hat und Wasseranteil. Ja. Also wenn man abnehmen will und gleichzeitig Sport macht, dann das Gewicht nimmt ja nicht ab, aber man verändert die Masse. Richtig, weniger Fett, genau. Mehr Muskeln, das ist ja dann okay. Aber das kannst du eben auf einer normalen Waage gar nicht sehen. Nee. Aber hier sieht man es dann. Und das finde ich auch ganz interessant. Also sowas für 10 Euro, der Wahnsinn. Ja, für nur 10 Euro hier, hat 10 Profile, das heißt, das können Sie wirklich für die ganze Familie einsetzen. Unheimlich motivierend sowas. Also es hilft natürlich bei der Gewichtskontrolle, aber wenn man sich irgendwelche Ziele setzt, dann sieht man eben auch, wie man dem Ziel näher kommt mit einer genauen, Anzeige hier über diese 5 Daten hier. Wie gesagt, wir haben hier Gewicht, Körperfett, Wasser, Knochen und Muskelanteil. Die Bestellnummer, da können Sie auch gerne mehrfach zuschlagen, ist auch ein tolles Geschenk, ist die PX8839569. Können Sie bis zu 5-mal bestellen. Wie gesagt, Gewicht bis 180 Kilo. Und wenn Sie wie hier im Zuspieler barfuß draufstehen, dann zeigt er Ihnen diese ganzen 5 individuellen Analysewerte. Sehr, sehr wichtig. Und es ist sehr, sehr komfortabel, alles mit dem C zu verstellen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es sind so Sensortasten, die da drauf sind. Also Touch kann man sehr bequem sein Gewicht kontrollieren und auch diese ganzen anderen Körperanalysedaten. Wir machen weiter mit Moni und Diana. Da bringen Sie uns schon das nächste Produkt. Jetzt kommt ein kleines Produkt. Bitte schön, Ingo. Moni, willst du mal auspacken? Sehr gerne. Ah, du weißt ja schon, was drin ist. Für dich ist ja keine Überraschung. Aber für dich. Oh, ich weiß auch, was bitte es ist. Schön. Das ist ein Transmitter für Ihr Auto. Mhm. Da stecken Sie einfach in Ihren 12-Volt-Anschluss, früher sagte man Zigarettenanzünder, und dann sendet dieses kleine Gerät auf einer Radiofrequenz an Ihr Radio, was immer Sie daran koppeln. Wir haben hier einen USB-Stecker, da können Sie also MP3s oder Hörbücher drauf machen. Wir haben aber auch hier eine kleine SD-Karte. Sie können auch hier einen kleinen anderen Eingang machen, aber das Wichtigste natürlich, Sie können drahtlos Ihr Handy dran koppeln. Das heißt, an Autoradios, die keinen Bluetooth haben. Also sagen wir es kurz, man macht aus einem alten Autoradio ein modernes Autoradio, das plötzlich das Bluetooth modernste. Kann, das freisprechen kann, das MP3s abspielen kann und alles. Und das ohne ein neues Autoradio zu kaufen, das finde ich phänomenal. Und das Einzige, was man machen muss, ist eben eine freie Radiofrequenz suchen. Genau. Wir können Ihnen sagen, in welches Sie einstellen können, aber das ist ja von Region zu Region anders, aber ich bin mir sicher, Sie werden irgendwo eine freie Frequenz finden. Hier haben wir 87,6, soweit unten sind ganz selten Radiosender. Das ist mal ein guter Tipp dazu, da es zu probieren. Und plötzlich ist auch Ihr älteres Autoradio eben Bluetooth-fähig. Ich finde das auch toll, gerade bei jungen Menschen, die neuen Führerschein haben. Ja. Die bekommen ja oftmals eine alte Gurke, einfach am Anfang. So ein altes Auto für 1.000 Euro. Und in alten Autos sind eigentlich auch alte Radios drin. Mhm. Aber gerade bei den jungen Leuten ist es ja schlimm mit dem Handy, da wird telefoniert und man sollte das Risiko minimieren, dass sie während der Fahrt das Handy in die Hand nehmen. Und wenn man ein Bluetooth-Radio dann drin hat, das hat man durch diesen Transmitter, dann wird das Risiko minimiert. Nochmal zur Einstellung, das ist wirklich kinderleicht. Sie suchen sich im Radio irgendeine Frequenz, wo es nur rauscht. Kein Stück Musik, kein Gespräch, kein gar nichts. Diese Frequenz merken Sie sich und stellen die dann auf diesem kleinen Transmitter ein. Und schon ist Ihr Handy drahtlos mit Ihrem Radio verbunden. Und Sie haben aus Ihrem alten, ganz normalen Radio ein Bluetooth-fähiges Radio gemacht mit Freisprechanlage. Ja, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die ZX1695 und die 569. Sie müssen eben kein neues Radio mehr kaufen, sondern einfach das hier einstellen und verbinden. Und schon ist es
ist Ihr altes Radio eben Bluetooth-fähig durch diesen kleinen Transmitter. Es ist unglaublich, dass es sowas heutzutage gibt. Ja? Also greifen Sie dazu, wenn Sie noch ein älteres, nicht Bluetooth-fähiges Radio haben. Und auch für uns Ältere, weil ich vorhin Fahranfänger gesagt habe, auch für uns Ältere ist es gut, wenn wir eine Freisprecheinrichtung im Auto haben, ohne dass wir groß installieren müssen. Das geht ebenfalls mit dem Transmitter. Also auch das ist ein richtig tolles, tolles Produkt, bei dem man viel Geld und Nerven sparen kann. Ja, alter Autoradio, du hast ein älteres Auto, das hat mit Sicherheit auch kein Bluetooth gehabt, nein, oder? Nein. Da kann man das eben ganz einfach nachrüsten, egal welches Auto, Hauptsache es hat ein Radio drin. So, Sie haben es gesehen, der Preisalarm. Das heißt, egal was hier jetzt rauskommt, dieses Produkt ist normalerweise so viel wert, dass wir es hier als Preisalarm deklariert haben. Das heißt für Sie maximal ein Stück pro Besteller. Und was haben wir denn hier? Technik vom feinsten Reif haben wir hier. Das ist ein USB-Hub, würde ich sagen. Jana, darf ich dir mal eingeben? Oder? Aber natürlich. Es ist ein sehr komfortabler USB-Hub. Es ist ein vierfach USB-Hub. Geräte, egal ob das jetzt ein Desktop, ein Laptop, man hat immer einen USB-Port zu wenig. Das kennen Sie auch, wenn Sie dann Ihre Maus reinstecken wollen oder Ihr Handy, dann ist der Port besetzt und dann haben Sie keinen mehr. Hier kriegen Sie vier zusätzliche Ports. Es sind USB-3-Hubs, das heißt, die machen auch die schnelle Geschwindigkeit bis zu, ich glaube, 25 Mal schneller als die normalen USB, wenn Ihr Gerät das unterstützt. Und Sie können da, es ist ein aktiver USB-Hub, das heißt, er versorgt die Geräte auch noch mit Strom. Das ist bei externen Festplatten sehr, sehr wichtig. Die haben ja auch nur einen USB-Stecker, aber wenn man die jetzt in den Hub steckt, ist das oft so, dass der Hub nicht genug Strom liefert, um die eben zu betreiben. Hier ist er eben zu betreiben. Außerdem können Sie alle einzeln abschalten, das ist auch noch sehr wichtig. Gerade bei externen Festplatten, die verlieren an Lebensdauer, wenn die immer reingesteckt sind und nicht immer drehen, nutzen die halt ab. Das ist so. Netzteile, Drucker, die braucht man nicht immer. Ja. Schalten wir aus, da muss ich nicht immer den Stecker ziehen. Ja. Also auch das sehr, sehr toll. Wir schauen mal auf Perl.de, was der reguläre Plan dieses Aktiv-USB-Hub ist. 25 Euro. Hier und heute für Sie 10 Euro. Denken Sie bitte dran, unser heutiger Preisalarm. Das heißt, maximal ein Stück pro Besteller. Das geht übrigens für Windows und für Macintosh-Rechner, also und für Apple-Rechner, ja. Also bei allen Rechnern. Ganz Monika, genau. Was hast du? Hast du einen Desktop-Rechner oder einen Laptop? Ja, einen Laptop. Und dann ist ein oder zwei USB-Stecker drauf, ja, oder? Richtig. Mehr nicht. Dann habe ich ein Problem. Dann hat man ein Problem. Ja. Hier haben wir drei zusätzliche, also eins mal vier. Aber das, was ich wirklich toll finde, ist dieses einzeln abschaltbar. Du musst nicht immer Stecker rein, Stecker raus, sondern du kannst auch, gerade wenn du es zum Laden benutzt, kannst du einen Netzstecker stecken lassen oder das Netzteil, das Kabel und schaltest einfach nur die Stromzufuhr über den Schalter aus. Das ist perfekt. Ja, und eben, dass Sie den Strom hier auch durchkriegen, weil es ein aktiver Hub ist. Das heißt, Geräte, die Strom brauchen, sei es jetzt, dass irgendwas geladen wird oder externe Festplatten, brauchen Strom. Das kann der auch. PX1277569 ist die Bestellnummer. Ich finde, der sieht auch sehr elegant aus, aber super mit den Features, die er dabei hat, mit dem einzelnen Abschaltbar und eben noch, dass wir hier Strom durchkriegen, dass es ein aktiver USB-Hub ist. Wir rufen das nächste Produkt rein von unseren Damen Monika und Diana. Die bringen uns, die sind die Einzigen, die wissen, was drin ist. Wir haben keine Ahnung. So, jetzt bin ich erstmal überfragt. So, jetzt darfst du ein bisschen raten. Pack's mal aus, zeig's mal unseren Zuschauern. Also ich hole das mal raus. Also ich hätte es jetzt auch nicht erkannt, aber ich habe ja den schlauen Zettel. Mit Solar. Ja. Okay, Solar haben wir schon. Da seid ihr richtig gut. Jetzt drei Versuche habt ihr. Was ist das? Das sieht aus, als wenn es leuchten kann. Das sind so Kreissegmente. Das kann man irgendwie in den Boden oder in die Erde stecken. Okay. Mhm. So, und jetzt passt auf. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, was ich mir optisch jetzt gerade vor Augen führe. Es ist ein Rundumlicht für Pflanzen mit 15 LEDs und Dämmerungssensor. Das heißt, das machst du mal draußen um einen Blumenkübel oder um eine Pflanze herum. Und sobald es dunkel wird, wird um die Pflanze nach oben hin beleuchtet. Ich glaube, das ist mal was ganz Außergewöhnliches für den Garten. Also ich muss ehrlich sagen, habe ich so noch nie gesehen, aber ich stelle mir das gerade im Garten vor. Ich weiß nicht, um einen Rosenbusch, da hast du oftmals so Wachsgitter, ja? Das müsste so ziemlich diese Größe sein. Ja, und dann einfach außenrum, sobald es dunkel wird, werden dann die Rosen in dem Fall von unten beleuchtet. Aber ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr andere tolle Ideen, die man damit verwirklichen kann.
Ja, ich denke, also hier ist, glaube ich, sogar ein Zimmerbaum, den man da von unten beleuchtet hat. So Pflanzen kriegen ja nochmal so eine ganz eigene Atmosphäre, wenn die so illuminiert werden von unten durch diese Strahler. Das sieht man oft in sehr, sehr exklusiven Parks und Gärten. Da werden die Pflanzen auch noch extra bestrahlt. Das können Sie jetzt auch hier. Und Sie brauchen keine Kabel zu verlegen. Ist alles dabei. Hier ist das Solarpanel. Das stecken Sie einfach in die Erde rein. Richten es gegen die Sonne, Tageslicht reicht und dann leuchten die, wenn die Sonne weg ist. Ja, eben Dämmerungssensor, also man muss sie ein- oder ausschalten, macht alles von alleine. Also ich finde das klasse und es ist mit Sicherheit auch nochmal das i-Tüpfelchen in Ihrem schönen Garten. Und wenn Sie mehrere Pflanzen haben, ich kenne auch viele, die haben so Palmen links und rechts am Terrassenaufgang. Ja? Da machst du links eins unter die Palme, rechts eins unter die Palme, dann sind abends die Palmen von unten beleuchtet. Da hat man doch gleich so ein bisschen Urlaubsgefühl zu Hause, oder? Ja, wunderschön. Wunderschön. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NX 8649 und die 569 und natürlich für den Außenbereich geeignet. Und Melanie schreibt uns aus Berlin, ein schönes Gerät, um die Blumen im Dunkeln sehr dekorativ anzuleuchten. Einfachste Handhabung, stabile Ausführung. Also, das wieder mal eine Kundenzuschrift. Und ich bin mir sicher, Melanie hat wesentlich mehr bezahlt. Die hat es nämlich zum Normalpreis gekauft. Sie bekommt es in unserer 10-Euro-Überraschungsshow und natürlich nur, solange der Vorrat reicht, für 10 Euro. Aber ich glaube, damit kann man jetzt, ja, passend eigentlich zum baldigen, hoffentlich baldigen Frühlingsanfang, sein Garten oder die Terrasse oder den Balkon so ein bisschen aufpeppen. Ja? Also wunderschön, was wir hier alles haben. So. Sämtliche Genres haben wir schon wieder hier. Wir hatten Technik, wir haben diese tollen Lampen gehabt. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Vielen Dank, wieder so was Großes, Dankeschön. Ah, die hatten wir schon mal. Das ist wunderbar, ne? Jana, ich darf dir eins geben, aber es ist ein 12er-Set, oder? Warte mal, es ist ein 12er-Set aus 6 Platzsets und 6 Untersetzern. Ihr dürft auch noch, wenn ihr wollt. Mhm, aber ich finde sowas sehr, sehr stilvoll. Ja? Also wenn wir gerade auch Glastisch haben wie wir, einen Essenstisch oder Holztisch, die sind sehr empfindlich. Und dann sieht es natürlich auch stilvoll aus, wenn man unter das Gedeck eine solche Matte macht. Und wenn ich mich nicht irre, ist die sogar absolut abwaschbar. Ja, die ist ganz pflegeleicht, kann man ganz leicht abwischen. Die ist sehr dick gepolstert. Das ist nicht so wie diese Plastikuntersetzer, wo es dann trotzdem Klack macht, wenn man ein Glas irgendwie draufstellt. Die sind eben sehr weich, federn das ab und sehen viel, viel eleganter aus als diese Plastikdinger oder Papier. Und du hast ja, egal wie du aufpasst, egal ob Glas oder Tasse, wenn du das irgendwo hinstellst, hast du unten einen Rand. Ja. Das hat jeder schon mal gesehen. Und die Ränder sind dann sehr, sehr schwer wegzukriegen. Also Rotwein ist, glaube ich, ganz schlimm, aber ich merke, dass ich trinke viel Kaffee. Und wenn ich ohne Untersetzer das auf meinen Holztisch stelle, habe ich immer diese Ränder. Ja. Und ich schrubb mich da zum Emil, sagt man, glaube ich, oder zum Esel oder was weiß ich. Das können Sie mit den Getränkeuntersetzern, mit den kleinen Runden, die ebenfalls dabei sind, natürlich vermeiden. Also wir haben hier ein 12-teiliges Set, oder Ingo? Ein 12-teiliges Set. Wir haben 6 dieser Platzmatten und 6 dieser tollen, tollen Glasuntersetzer. Wie gesagt, super leicht zu reinigen. Hält ja auch ein bisschen Hitze ab, gerade was du meinst. Das habe ich auch schon erlebt. Auf Holztischen, wenn man eine heiße Tasse auf den Tisch stellt, ohne Untersetzer, hast du auch so einen weißen Rand. Das kannst du nicht mal abwischen. Hiermit ist das natürlich super. Gerade wenn man Leute zu Besuch hat, sieht das auch sehr, sehr edel aus. Wie gesagt, ich finde die sehr, sehr edel, jetzt verglichen mit den handelsüblichen Preiswerten. Und es sieht auch richtig toll aus. Meistens hat man ja hauptsächlich weiße Teller. Ja. Ja, und jetzt musst du dir das vorstellen, hier steht ein Essensteller in weiß drauf und der schwarze Untergrund. Das sieht einfach noch mal edler aus. Man fühlt sich gleich wie im Sternehotel oder Restaurant. Also ich finde das klasse für 10 Euro. Ich habe schon solche Untersetzer gesehen, Stückpreis, glaube ich, für 3 Euro. Ja, Das war schon ein Sonderangebot. 12 Teile mal 3, dann wären wir schon bei 36 Euro. Wir haben für das 12-teilige Set einen Preis von gerade mal 10 Euro. Und Sie dürfen auch hier gerne mehrfach bestellen, mehrfach nachbestellen, auch mal die Familie damit beschenken. Ich glaube, jeder hat es gern, zu Hause so stilvoll ausgerichtet, eingerichtet zu sein, ausgerüstet zu sein. Jetzt habe ich das richtige Wort. Verhindert Kratzer und Flecken und ist sehr, sehr pflegeleicht. ZX 8162569 für das 12er-Set. Sie kriegen 6 dieser Platzsets und 6 Untersetzer für die. Es müssen nicht immer so viele bunte Farben sein. Ja, es kann auch mal richtig sehr schön stilvoll. Spaß. Sehr, sehr stilvoll. Okay, lass uns weitermachen. Wir machen weiter. Die Musik schon immer, ne? Da weiß man, jetzt kommt was Tolles. Da, da,
Da-da-da. Was ist das denn alles? Das ist ein... Machen wir heute Raterunde, komm, dann rat mal. Innen-Außen-Thermometer. Mhm. Fast. Und mit zwei Sensoren. Ja, fast. Nicht so ganz. Es hat ein Magnet. Glaub, ist das für einen Kühlschrank? Richtig. Ja. Kühlschrank und Gefrierschrank. Juhu. Thermometer. Unglaublich wichtig. Und das Ganze per Funksensor. Und das heißt, du kannst auch, wenn mal 60 Meter Reichweite, das heißt auch, wenn der Gefrierschrank im Keller steht zum Beispiel, mhm, hast du oben immer die Kontrolle, welche Temperatur hält er denn. Weil ich glaube, gerade heutzutage kaufen viele Leute größere Portionen, weil es günstiger ist, und frieren dann Teil ein. Und wenn dann mal Stromausfall wäre oder aus irgendeinem Grund eben das auftaut, geht eine Menge Geld verloren. Deshalb macht sowas unglaublich viel Sinn. Und wir wissen, glaube ich, alle nicht genau, welche Temperatur in unserem Kühlschrank herrscht. Richtig. Hat irgendjemand von euch einen Kühlschrank mit Temperaturanzeige? Nein, ich habe nur diese Stufe 1, 2, 3, 4, 5, aber keine Ahnung. Also ich weiß, 5 oder 6 ist das Kälteste, 1 ist das Schwächste, aber welche Temperatur? Weiß man nie, man macht das immer so nach Gefühl. Mhm. Hier weißt du dann, welche Temperatur du im Kühlschrank oder auch im Gefrierschrank hast. Also das finde ich klasse. Gerd aus Drolshagen schreibt übrigens, es wird in unserem Wohnmobil gute Dienste leisten. Kühlschranktemperatur sofort ablesbar. Zwei alte Thermometer wurden direkt entsorgt. Und Patrick aus München schreibt, trotz dicker Betondecke zum Keller, wo der Gefrierschrank steht, funktioniert das Gerät zur vollsten Zufriedenheit. Oh, das finde ich jetzt auch schön. Der hat sicher schon mal Zeugnisse geschrieben. Aha. Kennt ihr das, wenn jemand sagt, ich war zufrieden, dann heißt das nicht schlecht. Ja? Und wenn er sagt, zur vollsten Zufriedenheit, das ist dann eine Eins. Ja? Das ist schon eine Eins hier. Es ist natürlich super praktisch. Wenn der Kühlschrank zu kalt ist, dann passiert schon mal, dass Sie gefrorene Milch haben im Kühlschrank. Wenn er zu warm ist, dann bildet sich dieses Kondenswasser da und das ist eine Riesensauerei. Und Ihr Essen wird natürlich schlecht. Beim Gefrierschrank genau das Gleiche. Wenn es zu kalt ist, braucht es viel zu viel Energie. Wenn es zu warm ist, dann taut Ihr Essen auf und es wird schlecht. Hier super praktisch, ganz einfach, beide Temperaturen und auf diesem Display abzulesen. Eins von den Links im Kühlschrank, eins im Gefrierschrank. Und schon sind Sie auf der sicheren Seite hier. Natürlich können Sie auch zwei Gefrierschränke oder zwei Kühlschränke damit kontrollieren. Das ist nur ein Beispiel. Die Bestellnummer ist die NC3911 und die 569. Ein Thermostat, also ein Ablesegerät, mhm, ein Empfänger und zwei Funkthermostate, die ich eben in Kühlschrank oder Gefrierschrank reinsetzen kann. Und so habe ich immer an dem Ort, wo ich das möchte, die Temperatur im Blick. Ich glaube, wir haben sogar noch eine Minimal-Maximal-Taste, dass man auch mal sieht, wie nachts der Temperaturverlauf. Wenn er nicht so gut ist. Es braucht unglaublich viel Energie und ist nicht gut für Ihre Lebensmittel und kann eine Riesensauerei geben. Bitte schön. Vielen Dank, Moni. So, Diana, jetzt packst du mal aus. Komm. Jetzt will ich mal ein glückliches Händchen sehen. Ja, das stimmt. Das ist... Oh, Radio. Das ist, das ist wirklich ein Radio, ja. Das ist nicht nur ein Radio, das ist auch ein Bluetooth-Lautsprecher, ein MP3-Spieler. Nein. Und der kann USB und Micro-SD abspielen und der funktioniert mit Akku. Aha. Und ich glaube, du hast den, der mit dem Handy verbunden ist. Okay, dann ja, Bluetooth-Mode ist schon mal an. Jetzt müsstest du, glaube ich, Musik starten. Mhm. Haben wir Musik drin? Jetzt sucht sie wieder ihr Lieblingslied raus. Ah, das ist bei mir schon, Entschuldigung. Ach, ist bei dir? Ja, okay, gut. Oh, no. Cool. Das ist ein Radio, Bluetooth-Lautsprecher, MP3-Player, würde ich sagen. Ganz genau, ganz genau. Und funktioniert USB mit Akku, keine Batterien reinzutun. Der Wahnsinn. Und hat eine Taschenlampe. Und hat noch eine Taschenlampe dran. Für 10 Euro, das ist also schon toll. Also Radio für 10 Euro zu mitnehmen, finde ich schon klasse. Akkubetrieb, du hast keine Folgekosten. MP3-Player und Bluetooth-Lautsprecher. Und ich glaube, für Bluetooth-Lautsprecher allein zahlst du schon mehr als 10 Euro. Ja, auf jeden Fall. Du kannst, wie gesagt, den MP3-Spieler drin, finde ich auch toll. Da kann man nämlich einfach mal auch ohne Handy mal seine Musik hören. Ein ganz modernes Gerät, was hier im Look von einem Radio kommt. Und Radio ist es natürlich auch. Da können Sie UKW hören. Der Richard schreibt, passt in jede Jackentasche. Sehr kompaktes Kleingerät mit erstaunlich gutem Klang. Sehen Sie? Nach eigenem Musikprogramm oder Hörbuch über USB-Stick kann man leicht zu den aktuellen Nachrichten UKW wechseln. Top-Teil, sehr empfehlenswert. Das kann ich nur unterstützen. Also so ein kleines Radio ist schon mal eine Sensation, finde ich. Ja. Dass man immer Musik und Nachrichten dabei hat. Küchenradio, Werkstattradio. Werkstattradio. Zum Wandern mitnehmen, in den Garten mitnehmen, weil Musik tut uns ja überall gut. Oh ja. Und wenn man sich die hören kann über Bluetooth oder eben auch als Radio, ist das perfekt. Und der Preis, das müssen wir jetzt auch mal sagen, ist perfekt mit 10 Euro. Phänomenal, ne?
10 Euro für eine Bluetooth-Box wäre schon unglaublich, aber hier bekommen Sie noch einen MP3-Spieler und das Radio und die Taschenlampe dazu. Für nur 10 Euro ist kein Preisalarm. Ein riesen elektrisches Gerät, was also wirklich jeder gut brauchen kann. Und Diana schwelgt hier in Musik, das können Sie auch mit unserem Taschenradio. Sie will es nicht mehr hergeben, glaube ich auch nicht. ZX1714569 ist die Bestellnummer. Bis zu 5-mal können Sie es bestellen. Ein tolles, tolles Geschenk natürlich auch für Ihre Werkstatt, für Ihre Küche, fürs Bad natürlich auch, für einen Urlaub, für Camping. Hiermit haben Sie immer Ihre Musik dabei und können dazu noch Radio hören und haben eine Taschenlampe. Ganz, ganz toll. Wir machen weiter. Wir staunen hier über die Musik, die Diana hier eben aufgelegt hat. Sie wollte es wirklich macht richtig nicht mehr Spaß. Ja. Schade, dass Sie das gerade nicht gesehen haben. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Wir sind immer noch dabei. Sie denken dran, die 10-Euro-Überraschungsshow gibt es jeden Bitte Tag schön. Um 19 Uhr und Danke. Auch um 17 Uhr dabei sein bei der 5-Euro-Überraschungsshow. Oi. Dann lohnt sich auch jeden Tag. Wow. Für 10 Euro? Oh, das ist auch schön. Mhm. Das ist wunderschön. Hier, Monika. Danke. Wir haben eine Solarlaterne mit Dekokerze und Flammeneffekt. Das heißt, es ist eine elektrische, aber die Kerze sieht ja von hier schon mal unbeleuchtet, unglaublich echt aus. Aber wir haben oben ein Solarpanel. Das heißt, sobald es dunkel wird, dann leuchtet die Kerze wirklich mit einer LED. Unten ist ein Ein- und Ausschalter, man kann es natürlich auch ausmachen, aber wenn man möchte, leuchtet das immer, sobald es dunkel wird, automatisch. Ist natürlich auch spritzwassergeschützt, das heißt eben auch für die Terrasse geeignet. Die ist wirklich wunderschön. Auch das hat richtig Glas hier, glaube ich, ist das. Und sieht aus wie so eine alte, rustikale Laterne, aber auch sehr elegant durch die klaren Linien. Die kann man nach draußen stellen, dann hat man so ein Windlicht, was nicht ausgeht, wenn der Wind tatsächlich mal weht. Und natürlich brennt die Kerze nicht runter, man hat keinen Ruß, man hat keine Wachsflecken. Ganz, ganz einfach, aber sieht täuschend echt aus hier, elektrisch. Ich finde das ja so toll, wenn wir so elektrische Sachen haben, ohne Batterien und ohne Kabel, die hier mit Solar funktionieren. Das ist Energie, die kriegen Sie umsonst aus dem Himmel. Da kostet die Kilowattstunde 0 Cent, sage ich immer. Keine Batterien zum Nachfüllen. Das hört sich so schön an, umsonst aus dem Himmel. Das könnte ein Filmtitel sein, ja? Habe ich das gesagt? Ach, ja, toll. Ja. Also richtig toll, aber was ich hier halt klasse finde, ist, dass man überhaupt keine Folgekosten hat und es sieht so schön aus. Jetzt weiß ich nie, ich muss ja immer fragen, weil ich habe ja die Sicht eines Mannes im besten Alter. Ich weiß nicht, gefällt das den jungen Leuten auch? Diana, gefällt dir diese Lampe? Ja, sehr. Jetzt Frühling kommt natürlich, wir sitzen viel draußen auf dem Balkon, Garten. Bald hoffentlich. Ja. Hoffentlich bald. Monika, gefällt es dir auch? Ja, sehr. Ich finde es super. Für 10 Euro habe ich noch nie gesehen. Ich finde das so deutlich gut, teurer. Ich sage jetzt gerade, wenn Sie auch in meinem Alter sind, wissen Sie das auch. Was uns gefällt, muss den Jungen nicht immer auch gefallen. Deshalb frage ich da gern mal nach. Aber dann bin ich wieder bestätigt, dass das nicht nur mein Geschmack ist. Wir sind jung im Herzen, Ralf. Wir sind jung im Herzen, das bleiben wir auch, ganz, ganz klar. Aber ich finde es das schön, dass das jeder Generation gefällt. Und es wertet, glaube ich, auch so, wenn es nur ein Balkontisch ist oder Terrassentisch, es wertet auch auf. Aber wer so eine Pergola hat, ich könnte mir da gut vorstellen, 2-3 Stück an die Pergola zu hängen. Das hat auch Stil. Oder ja, wenn keine Pergola da ist, dann tut es auch ein Baum. Schau mal, da hängt es am Baum. Ja, oder auch, die kann man ja auch drinnen hinstellen. Das ist ja keine richtige Kerze. Das heißt, keine Flamme, die gefährlich ist. Ich kann mir das auch sehr schön vorstellen, die einfach auf die Fensterbank zu stellen. Das sieht dann sehr elegant aus. Also macht nach drinnen schönes Licht, aber auch nach draußen. Wie gesagt, und die schaltet sich automatisch an, wenn die Sonne untergeht, wenn die Dämmerung einschlägt, geht dieses warme Licht auf und schafft Wärme im Herzen bei uns und bei Ihnen. Und der Frühling wird entsprechend begrüßt. Ne? Ja, die Bestellnummer ist die NX6073 und die 569, auch diese Laterne dürfen Sie selbstverständlich bis zu 5-mal bestellen. Also praktisch ein Lichtermeer auf Ihrem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten schaffen. Und das war sie schon wieder, unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Ich hoffe, Sie haben Ihre neuen Lieblingsprodukte gefunden. Dann jetzt ans Telefon und holen Sie sich's. Und vor allem bleiben Sie bei uns, denn es geht gleich wieder spannend weiter.